Andreas, Glückwunsch. 3-0 gegen den FC St. Pauli. Was hat den Ausschlag gegeben heute in deinen Augen? Ja, es war trotz des 3-0, denke ich, ein sehr, sehr enges Spiel, was jederzeit in die eine oder andere Richtung kippen konnte. Und deswegen bin ich eigentlich umso stolz auf die Mannschaft, dass wir es dann am Ende recht souverän gemacht haben. Wir haben hier fast 30.000 Zuschauer gehabt und das ist natürlich Wahnsinn, weil wir normal für 8.000 spielen und es ist schön, dass wir zusammen miteinander dann das Ganze so ein bisschen, ja, die ganze Stimmung so ein bisschen für die nächsten Wochen mittragen konnten. Es gibt ein Mysterium. Chancen, viele Chancen auf beiden Seiten. In den letzten Wochen und Monaten war es so, dann seid ihr meistens als zweiter Sieger vom Platz gegangen. Heute ist das anders. Was läuft anders? Sagen wir mal, seit den letzten zwei Wochen. Ich verstehe das schon. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich habe, im Fußball ist nicht immer alles so leicht zu erklären. Es sind ja dieselben Jungs, die auf dem Platz stehen, die vor Wochen noch vielleicht ein bisschen unglücklich agiert haben, sind wirklich dieselben Jungs. Und im Fußball ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen eine psychologische Sache. Vielleicht ist das genau das Spezialgebiet von Peter Neururer. Ich weiß es nicht genau. Jetzt geht's nach Sandhausen. Ich nehme an, da warst du wahrscheinlich noch nie. Ist es ein Matchball? Matchball will ich nicht sagen, aber es ist sicherlich jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir die Woche konzentriert weiterarbeiten, die Köpfe oben halten und dann nachlegen. Wir können uns vieles umstoßen in Sandhausen und das möchte ich weitestgehend vermeiden, weil die Euphorie uns sicherlich dann weiterhelfen wird.